it's relative, it's not 100 years old, you know, it's not coming very old. Like, after. Oh, doch, ich kenne dich. Von jetzt an kenne ich dich. Der Junge wird uns alle noch in Elend und Schande stürzen. Du bist ein Schock. Das Gesicht sehen und die Gefahr. Ich bin mein Himmel und meine Hölle. Du kannst mich zu nichts machen. Du bist noch gewahrt. Betrug! Das ist Gottes Finger. Ich bin Janik Liebetroth, künstlerischer Leiter des Theater Natur Festivals, das nunmehr seit 2 Jahren auf der Waldbühne Benninkenstein stattfindet. Und wir planen jetzt eigentlich schon seit fast 4 Jahren an diesem Festival, dieses Jahr zum 2. Mal. Ich bin Michael, bin Gründungsmitglied hier im Verein, bin auch von Anfang an hier auf der Bühne dabei. Wir haben vor 2 Jahren hier angefangen mit dem Theater Sommerfest. Das war nur ein Samstag, wo wir das mal so angeteasert haben, was hier möglich ist auf der Bühne. Mittlerweile ist es eigentlich ein Ganzjahresprojekt. Also in Teilen hat man ja im ganzen Jahr damit zu tun. Dann natürlich 4 oder 6 Wochen davor geht es dann in die heiße Phase. Das heißt, wir fangen an, den Aufbau zu machen. Und dann geht es natürlich ins Festival rein. Da hat man nochmal ein bisschen mehr zu tun. Vorbereitung ist natürlich, läuft eigentlich schon seit letztem August, seit dem letzten Festival. Wir haben ja dieses Jahr das Thema im Dickicht des Waldes, darüber wurde geredet, was kann man außer den Produktionen, die wir selber machen, noch einladen, an Konzerten, an Gastspielen und so. Es hat für mich tatsächlich, was die Faszination ausmacht, diese unfassbar hohen Bäume, die diese Bühne einfach einschließen, die es irgendwie zu einem ganz besonderen geschlossenen Raum machen, obwohl es draußen ist und offen. Und tatsächlich unser kleines Haustier, der Fuchs, der einfach jeden Abend kommt. Es hat schon ein bisschen was, gerade gegen Abend ein bisschen was Magisches. So. Ja, das ist für mich quasi das Besondere einfach. Die Kulisse, die hohen Bäume, diese besondere Mystik und Romantik, die das damit auch hat. Ja, es ist einfach, also ich kenne keinen vergleichbaren Ort mit so einer solchen Bühne. Wir sind hier mitten im Grün. Ringsum ist keine größere Stadt. Keine größere Straße, man kann hier die Natur komplett genießen und in den Spielpausen auch gerne mal ein bisschen wandern gehen. Ja, ist einfach wunderbar hier. Das ist toll hier, wirklich. Also du bist ja wirklich also namensgebend Theater Natur, Theater in der Natur. Du bist den Elementen ausgeliefert, du hast hier eine tolle Geräuschkulisse auch. Und das hast du natürlich alles auch während der Vorstellung. Und da muss man umgehen und das ist toll, weil du sitzt hier wirklich mitten in der Natur. Letztes Jahr hatten wir wirklich Glück, da war richtig geiles Sommerwetter, 10 Tage lang, 25 Grad, die Sonne hat geschienen, wir haben hier nachmittags gesessen zwischen den Vorstellungen, haben uns gesonnen. Dieses Jahr war es dann ein bisschen schwieriger, weil es kalt war, es hat vor der Premiere auch mal geregnet. Also wir hatten in der Endprobenphase nur Regen, also wir haben gleich die beiden Hauptproben und die Generalprobe im strömenden Regen gespielt. Es ist ein Wunder, dass keiner irgendwie krank geworden ist und wir bis jetzt eine Vorstellung konnten, auch bis jetzt alle irgendwie durchgekommen sind. Dann hatten wir 2 Vorstellungen bei ungefähr 7 bis 10 Grad. Das war auch relativ knackig. Heute zum ersten Mal bei relativ schönem Wetter. Aber trotzdem, es war eine schöne Erfahrung. Tolle Kollegen. Gute Zeit hier in Benninkenstein. Hat Spaß gemacht. Es entsteht tatsächlich so ein Effekt, dass sowohl Zuschauer als auch Darsteller dann in einem Boot sitzen, wenn sie alle zusammenfrieren tatsächlich. Ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun und generell hier die Veranstaltung ist irgendwie super, weil das Publikum einfach ein anderes ist. Das reagiert anders als so ein, ich sag mal, theaterabgestumpftes Publikum. So, die reagieren hier noch ein bisschen lebendiger und noch ein bisschen echter, finde ich so. Und deswegen macht es einfach richtig Spaß, hier zu spielen. Ich bin die Nadja Stübiger, ich komme aus dem Vogtland, wohne in Berlin und ich habe die Schweizer gespielt. Und ich durfte dann eigentlich auch spielen, was ich wollte. Weil der Janek uns da sehr viel Raum gegeben hat und so. Und das ist
muss ich sagen, etwas Besonderes, weil es ja oft so ist, so am Staatstheater, dass dort Regisseure kommen, die eine sehr klare Vorstellung davon haben, was sie sehen wollen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das ist das Besondere, Schöne an dieser Produktion. Theater grundsätzlich für mich ist immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der sie sich befindet. Also das ist auch eines der Gründe, warum wir das hier machen. Theater ist nicht nur Unterhaltung. Theater ist immer etwas, was die Leute anregen sollte, Impulse geben sollte. Gar nicht die Meinungsbildung in eine Richtung entwickeln, aber eine Meinungsbildung, zumindest erstmal einen Prozess anstoßen. Das ist für mich zum einen Theater, zum anderen ist für mich Theater auch ganz wichtig, ist immer auch ein Spiegel der Region, in der es sich befindet. Sind alles beides Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch fürs Theater Naturfestival. Für mich auch als Künstler in meinen Inszenierungen nie ganz die Region irgendwie außer Acht zu lassen. Also immer sich mit der Region, den Menschen, den Ängsten und Nöten vielleicht auch oder auch das, was den Leuten Spaß macht, sich auseinanderzusetzen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, wirklich hochkarätige Kunst in so einer legeren und fantastischen Kulisse zu sehen. Also die Idee ist auf der einen Seite sehr, sehr verästelt und auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr einfach, nämlich hinausgehen in den Wald und dabei Entdeckungen zulassen und den Zufall, die Improvisation dabei suchen und damit versuchen, in Dialog zu kommen. Und das ist in diesem Jahr sehr von einem Thema geprägt. Und das ist das Thema der Sprache selbst, also wie wir über Dinge sprechen können, am konkreten Beispiel der Zeit. Was für Zeitempfinden haben wir? Das ist ganz spannend, weil sobald ich im Wald war, hatte ich das Gefühl, dass ich ein ganz, ganz anderes Zeitempfinden hatte. Dinge vergehen, also ein Tag vergeht unglaublich schnell während der Arbeiten und Vorbereitungen, die wir im Wald gemacht haben. Man muss höllisch wach sein, aber gleichzeitig hat man natürlich auch eine Flut von Sinnlichkeit, von kleinen Dingen, die dort ineinander wirken, wie so ein Organismus eben eines Waldstücks ausschaut. Das ist ja ein lebendes Areal und genauso haben wir eigentlich auch versucht, mit unserer Kunst vorzugehen. Also ein großes, organisches, künstlerisches Gebilde zu schaffen, in dem verschiedene Disziplinen sich nicht gegenseitig entgegenstehen, sondern eben miteinander wirken und auch mit ihrer Umgebung wirken. Die Bühne, die Location, hier mitten im Wald, anspruchsvolles Theater zu sehen, Ballett, Filme, Musik, das, was sonst eher in irgendwelchen Hallen oder anderen Bühnen ist, hier mitten im Wald, das macht das Besondere aus. Eine tolle Sache. Im Harz, wir haben die Einladung von Janek Libitrov und die Veranstaltung von Nadia Kadel bekommen, um an dem Festival insgesamt 9 Tänzer teilzunehmen. Und ich muss sagen, es ist wirklich toll gelaufen. Vielen herzlichen Dank. Super Sache. Ist eine besondere Atmosphäre, aber super organisiert wieder von dem ganzen Team mit der Beleuchtung, mit dem Boden, mit alles, was sehr spezifisch leider unter Umständen manchmal für Ballett ist. Und ja, und dieses Jahr hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, was Größeres zu machen und auch was Internationales. Also wir haben Tänzer dabei, wirklich von verschiedenen Nationen. Kein einziger deutscher Tänzer ist dabei, aber also ganz international alles. Aber es ist einfach eine super tolle Atmosphäre hier. Es ist sehr kollegial tatsächlich, also wir machen es uns hier auch immer gemeinsam schön. Es ist einfach sehr, sehr familiär und sehr, es ist ein schönes Gruppengefühl dadurch. Viele sind seit Jahren miteinander befreundet und dadurch macht das Arbeiten natürlich auch besonders viel Spaß. Wir arbeiten alle auf dasselbe Ziel hinaus und wollen die Waldbühne natürlich wieder mit Leben erfüllen. Ja, ich hoffe einfach, dass wir weitermachen, dass das Festival nächstes Jahr wieder stattfindet und wir wieder was Tolles, Neues, noch nie Dagewesenes auf die Beine stellen. Yes! Gerne, gerne, gerne wieder. Also, das muss wachsen alles jetzt. Also auf jeden Fall möchte ich mich bei allen bedanken, die Geld gegeben haben, die ihre Zeit hier geopfert haben, ihre Muskelkraft, die ganz vielen ehrenamtlichen Helfer, einer Kasse, beim Aufbau, den lokalen Vereinen, die uns unterstützt haben beim Aufbau mit, die Künstler, die hergekommen sind,
wir haben Schauspieler, die eigentlich auf den großen Bühnen dieser Republik stehen und die kommen hier in die Provinz und tatsächlich spielen sie dann auch wenn die Premiere 400, 500 Leute gesehen haben, spielen sie halt auch vor 80, 90, 100 Leuten. Mitten im Wald, in der Kälte, den Elementen ausgesetzt, Wahnsinn. Tänzer, internationale Tänzer aus Tallinn, aus Den Haag, aus Nizza sind hier in den Wald gekommen, um Choreografien zu präsentieren, die sonst auf den großen Ballettbühnen dieser Welt oder Europas stattfinden. Vielen Dank dafür, für das Vertrauen und vor allem auch für das Engagement, was alle hier reingesteckt haben. Also vielen Dank und ich hoffe, wir werden das lange, lange, lange noch zusammenarbeiten.